Was hat Samsung mit dem Galaxy S4 Zoom eigentlich auf den Markt gebracht? Ist es ein Smartphone oder eher eine Kamera? Samsung versucht mit dem S4 Zoom beide Bereiche zu vereinen. Zum einen liefern die Südkoreaner ein Smartphone auf Android-Basis ab, zum anderen eine Digitalkamera mit Smartphone-Funktion. Wir zeigen euch, wie viel Smartphone tatsächlich in der Kamera steckt und umgekehrt. Schaut man sich das Galaxy S4 Zoom von vorne an, wird schnell klar, dass es sich um ein aktuelles Gerät aus der Galaxy-Reihe handelt. Das Design erinnert nicht grundlos an das des Galaxy S4, dem aktuellen Topseller der Südkoreaner. Damit sind aber auch schon nahezu alle Gemeinsamkeiten aufgezählt. Großes Objektiv, Xenonblitz, Gewinde für ein Stativ und ein großer Auslöseknopf samt Gehäuseverdickung. Optisch erinnert das Galaxy S4 Zoom eher an eine Digitalkamera als an ein Smartphone. Die Verarbeitung ist gut und der Einsatz von Kunststoff als Gehäusematerial hier aufgrund der vielen Rundungen sinnvoll. Samsung Standard, der Akku ist austauschbar. Für ein Smartphone ist es eindeutig zu dick, mit 200 Gramm auch zu schwer und viel zu klobig. Vor allem das fette Objektiv auf der Rückseite stört oft beim einhändigen Bedienen. Beim Display wird man wohl einen der größten Unterschiede zum Galaxy S4 feststellen. Im Galaxy S4 Zoom kommt ein 4,3 Zoll großer Super AMOLED-Bildschirm zum Einsatz, der mit 540x960 Pixeln auflöst. Damit ist die Displayauflösung und Größe des Zoom weit von Full HD und den 5 Zoll des S4 entfernt. Dennoch geht die Schärfe in Ordnung, vor allem in Bezug zur Größe. Hätte Samsung das Display noch größer gemacht, wäre das Gerät unbedienbar geworden. Ein Dual-Core-Prozessor mit 1,5 GHz Taktung und 1,5 GB Arbeitsspeicher müssten dem Galaxy S4 Zoom als Antrieb ausreichen. Das Navigieren durch das Menü sowie das Durchwischen der Homescreens geschieht in der Regel ganz flüssig. Der interne Speicher bemisst sich auf 8 GB und lässt sich mittels MicroSD-Karten um bis zu 64 GB ausbauen. Eine Speicherkarte ist fast Pflicht, haben die geschossenen Fotos in voller Auflösung doch Größen von ca. 5 MB. Eine 16-Megapixel-Kamera mit Xenonblitz und 10-fach optischem Zoom ist wohl das Hauptmerkmal des Galaxy S4 Zoom. In einem Smartphone wird man derzeit nichts Besseres vorfinden. Oder betrachtet man es umgekehrt, man wird derzeit keine Kompaktkamera mit Telefoniefunktion finden. Das ist das S4 Zoom nämlich tatsächlich, eine Kompaktkamera. Ein Vergleich mit Fotos eines iPhone 5, Lumia 925 oder HTC One würde mehr als nur hinken. Auch hat der Nutzer beim S4 Zoom unzählige Einstellungsmöglichkeiten, die Bilder professionell aussehen lassen. Der Zoom lässt sich durch das Drehen des Rings am Objektiv einstellen. Dieser ist leider nicht stufenlos, sondern gibt 11 Positionen vor. Mit Hilfe dessen lässt sich auch die Kamera einschalten, wenn das Gerät im Bereitschaftsmodus ist. Zudem lässt sich die Kamera über die App oder das Gedrückthalten des Kameraauslösers starten, allerdings nicht aus dem Standby-Modus. Grafisch aufwendigere Spiele wie Minion Rush oder Real Racing 3 laufen ohne zu ruckeln und bringen weder Prozessor noch Grafikeinheit aus der Ruhe. Hier merkt man allerdings öfter mal, dass das Display nicht in HD, sondern in QHD auflöst. Am Ende eines knapp 9,5-stündigen Arbeitstages war der 2330 mAh Akku noch zu 19% gefüllt. Nach weiteren 13 Stunden im Standby musste das Galaxy S4 Zoom ans Ladegerät. Diese Werte gehen in Ordnung, hätten aber in Anbetracht der hohen mAh-Angabe höher ausfallen können.
Mit aktuell etwa 440 Euro ist das Smartphone oder besser gesagt die Kamera mit Smartphone-Funktion nicht gerade günstig. Alle, die das Gerät hauptsächlich als Smartphone nutzen wollen, werden aufgrund des Gewichts und der enormen Bautiefe recht schnell den Spaß daran verlieren. Für alle, die es als Kamera nutzen wollen, ist wahrscheinlich eine normale Kompaktkamera zu einem deutlich niedrigeren Preis die bessere Wahl.